Das größte deutsche 6-Tage-Rennen, von daher auf jeden Fall verdammt wichtig für uns als 6-Tage-Fahrer. Ist eine riesen Party hier, aber wir wollen hier natürlich auch guten Sport bieten. Und ich meine, die Leute haben es gerade richtig schön gesehen, dass es echt eine gute Jagd war. Es ist natürlich sehr eng, es sind 12 Mannschaften hier, da ist wenig Platz zum Manövrieren. Es reagiert alles viel schneller wie auf einer großen Bahn. Also es macht hier immer unglaublich Spaß zum Fahren, es ist viel Spektakel drum geboten, da gibt es immer was zu sehen, das ist super. Bremen ist eine Sportstadt, also der Senator selbst ist ja nun ein sportlicher Typ und wir haben hier in Bremen ein riesiges Angebot und durch die neuen Six Days mit allem, was dazugehört, dann haben wir die Challenge, Triathlon-Veranstaltung, den Marathon. Das heißt also, es ist insgesamt eine Sportstadt, wobei, bezogen jetzt auf die Six Days und Radsport, hat es in den letzten Jahren einen unheimlichen Boom bei den Jedermännern gegeben. Radsport hat natürlich nicht nur den sportlichen Aspekt, sondern auch den technischen Anteil, im Windschattenfahren wieder den Antritt in der Kurve zu tätigen. Das heißt, die richtige Trittfrequenz zu wählen, das ist schon eine tolle Geschichte.